Na, wir haben einmal dargelegt, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Eckpunkte und was sind die Erwartungen der Unternehmer. Die sind relativ detailliert in dieser sehr umfangreichen Befragung der größten Konjunkturbefragung Österreichs auch niedergeschrieben worden. Wir haben über 1000 niedergeschriebene Befindlichkeiten von Unternehmern. Und wir haben ganz klar das, was jeder auch im Bauch spürt und was wir jeden Tag erleben. Es sind die Investitionshemmnisse einerseits sehr viel von einem Bauchgefühl, von einer Stimmung abhängig. Die ist im Moment tendenziell schlecht. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch viel zitierte bürokratische Hürden. Das sind diese vielen kleinen Nadelstiche, die wir jeden Tag erleben. Und natürlich auch ein Ausfluss der Steuerreform, wobei jeder Unternehmer attestiert, dass es nicht darum geht, dass unsere Mitarbeiter mehr verdienen, sondern die Art der Gegenfinanzierung. Und da sind einfach einzelne Branchen bestraft worden, auf Deutsch gesagt. Und das schlägt sich natürlich auch in einem Art Investitionsboykott nieder. Und diesen gilt es einfach zu durchbrechen. Und da ist ganz klar, alles zu tun, um die Investitionen am Boden zu bringen, sämtliche bürokratischen Hürden wegzuräumen und in einem gemeinsamen Miteinander sagen, wie können wir Dinge lösen, anstatt a priori immer Nein zu sagen. Ich denke, dass wir auf gutem Weg sind, auch wenn es nicht in jeder Form so gesehen wird, aber allein die Atmosphäre, auch jene beim Neujahrsempfang der Kärntner Landesregierung, hat das eigentlich G und B zeugt. Wir werden uns bemühen, dass wir in dem Bereich, wo es Zuständigkeit bei uns gibt, die Bürokratie auch minimieren. Hier gibt es sehr, sehr viele Ansätze von Unternehmerstammtisch bis One-Stop-Shops in der Bearbeitung. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass wir die grundsätzliche Atmosphäre in Kärnten verbessern. Hier bin ich eigentlich positiver Dinge, dass trotz keiner leichten Zeit und vieler Bedrohungen unseres Bundeslandes die Perspektiven bei weitem nicht negativ sind, sondern da und dort auch sehr gute Lichtblicke am Horizont erkennbar sind, diese zu unterstützen, zu fördern, weiterzuentwickeln mit entsprechenden politischen Rahmenbedingungen ist unsere Aufgabe. Als ein sichtbares Zeichen nach außen haben wir auch die Frequenz der Regierungssitzungen mit den Sozialpartnerorganisationen um ein weiteres Treffen pro Jahr erweitert. Das heißt, wir arbeiten eng zusammen. Bei aller Unterschiedlichkeit ist Kärnten und Kärnten voranzubringen ein gemeinsames Ziel. Die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich hat gegenüber Deutschland vor allem abgenommen. Da geht es um Faktoren im Bereich der Bildung und Ausbildung. Da geht es um auch natürlich Probleme auf den klassischen Exportmärkten, die wir in der Zwischenzeit hatten. Mittlerweile verringert sich dieser Abstand wieder etwas. Also wir sind auf einem durchaus positiven Weg, aber wir haben immer noch ein Differenzial, das wichtigerweise für die Volkswirtschaft geschlossen werden sollte. Wir stehen nicht nur in Konkurrenz mit Bundesländern, wir stehen immer in Konkurrenz auch zu Nachbarländern. Die Attraktivität kann dadurch gesteigert werden, indem wir Unternehmerinnen und Unternehmern es ermöglichen, schneller zu gründen, hier schneller zur Betriebsansiedlung zu kommen und hier bessere Bedingungen dafür zu haben. Man steht immer an einem Scheideweg, wenn man neue Politik macht. Wenn man das alles sieht als Reise in einem Brot, dann haben wir jetzt einmal genug zum Schöpfen gehabt und das Brot zu flicken. Jetzt bestimmen wir die Richtung und den Kurs. Die Wetterbedingungen können wir nicht selber machen. Die sind von uns von außen aufs Auge gedrückt. Aber wichtig ist, dass alle in eine Richtung rudern. Und die Wirtschaft ist ja der Motor, der muss funktionieren. Deswegen nehme ich die Wünsche und die Sorgen der Spartenleute sehr, sehr ernst. Und ich denke, wenn wir ein gemeinsames Bild des Zieles entwickeln, dann sind wir auch schneller dort. Es stimmt, wir stehen finanziell vor Herausforderungen, aber manche Dinge, die brauchen nicht unbedingt viel neues Geld, sondern neue Ideen. Wir sind im Moment zum Beispiel gerade dabei, die Wertschöpfungskette unserer Leitbetriebe zu analysieren, gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung und der Wirtschaftskammer, um den kleineren und mittleren Unternehmen in Kärnten sowohl im Gewerbe als auch im Dienstleistungsbereich die Möglichkeit zu geben, hier auch neue Zweige aufzutun und neue Entwicklungen zu machen. Und die kleineren und mittleren Unternehmen, die sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und ich glaube, hier sollte man besondere Schwerpunkte setzen.
aufgrund der sich doch positiv darstellenden Rahmenbedingungen, insbesondere die konjunkturelle Großwetterlage, verbessert sich in Europa. Die Eurozone wächst 2016 deutlich stärker als in Jahren zuvor. Die Vereinigten Staaten haben ein deutliches Wirtschaftswachstum, aber auch beispielsweise die Wechselkurse Dollar-Euro entwickeln sich günstig, niedrige Rohstoffpreise und Ölpreise, günstige Refinanzierungskosten. Das sind alles Zutaten dafür, dass die Konjunktur sich 2016 auch in Kärnten etwas besser entwickeln wird als in den Jahren zuvor. In unseren Prognosen gehen wir davon aus, dass Kärnten in etwa ein Wirtschaftswachstum zeigen wird von 1,2%. Das ist etwas weniger, ungefähr 0,4% als im Bundesdurchschnitt. Das ist eine Überlebensfrage für Kärnten. Diese Frage stellt sich für mich so nicht. Wenn Sie wollen, dass Kärnten eine wirtschaftliche Entwicklung nimmt, werden Sie sich diesen Problemen stellen müssen. Wenn Sie sagen, das ist leichtfertig, das ist bla bla, oder das interessiert mich nicht, ist es einfach ein wirtschaftlicher Niedergang. Also werde mich den wesentlichen Dingen einfach kümmern müssen. Ich weiß sehr wohl, oder wir wissen alle, dass es auch andere Dinge gibt. Aber im Moment der Kern, der dieses Land auch zieht und trägt, ist die Kern der Wirtschaft. Wir haben ein Triple I, das aufbaut auf intelligenten Sparen. Das lautet Innovation, Investition und Internationalität. Um beim letzten zu beginnen, Kärnten ist Weltmeister, was die Akquise von EU-Mitteln im Rahmen unserer Möglichkeiten betrifft. Wir haben in den letzten 21 Jahren über 800 Millionen EU-Gelder nach Kärnten geholt. Im Bereich der Innovation ist der Bereich Industrie 4.0 so quasi der Klammersatz für viele Bemühungen im innovativen Sektor, im Zentralraum insbesondere tätig zu sein. Und wenn wir uns noch anschauen, dass wir auch bei den Investitionen all das versuchen zu tun, was wir mittelfrei machen können, in jene Bereiche, wo sich ein Return of Investment sehr bald zeigen wird, dann haben wir doch eine komplette Strategie, an der wir uns weiterentwickeln. Der prognostizierte Aufschwung, der ja leider in den letzten Wochen wieder etwas zurückgenommen wurde, aber trotzdem also eher zu positiven Erwartungen Anlass gibt, der wird auch für Kärnten wirksam werden, wobei Kärnten hier aber weniger profitiert. Früher hat Kärnten in der Regel größere Schwankungen gehabt als Österreich. Derzeit erwarten wir, dass Kärnten um 0,4 bis 0,5 Prozentpunkte unter dem österreichischen Wachstum liegen wird. Die Grundeinstellung von Unternehmerinnen und Unternehmern ist, zu gestalten, zu verändern. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie in Kärnten was entwickeln können, dass sie hier gestalten können, dann wird sich diese Grundstimmung auch ändern. Wir müssen vor allem den Jungen und Kreativen Platz und Raum geben, dass sie sich entwickeln können. Wir unterstützen sie bei ihrer Entwicklung, bei ihrer Gründung. Wir vernetzen sie, wir schaffen das Bewusstsein für sie. Sie sind der Motor für die Wirtschaft von morgen. Die Jungen, für sie brauchen wir hier die Attraktivität, sodass wir keinen Brain Drain haben, sondern ganz im Gegenteil. Das verstärkt junge, interessierte, aktive Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründer in Kärnten, hier ihren Standort haben. Also ich bin ja grundsätzlich ein hoffnungsloser Optimist und ich kenne auch Regionen auf der Erde, wo es wirklich schlecht geht. Wir können froh sein, wie es bei uns ausschaut, wie die Natur beieinander ist, dass wir das Wasser aus der 1270 Seen trinken können, dass wir das beste Gesundheitssystem haben und die Zukunft ist immer positiv. Das heutige Treffen ist sozusagen die Zusammenfassung der Zusammenarbeit im ganzen Jahr. Die meisten Sparten, ob Frauen und ob Männer, sind ja in laufenden Kontakt mit uns, bringen ihre Ideen ein. Es gibt eine konstruktive Diskussion. Also wir ziehen schon an einem Strang. Das ist nichts, was wir hinkünftig tun brauchen. Und kritische Diskussionen, die befruchten gegenseitig. Sie ist zumindest insofern nachhaltig, dass die Arbeitslosenzahlen
die wir sehen, aus unserer Sicht jetzt nicht mehr weiter steigen werden. Wir haben bereits ein hohes Niveau an Arbeitslosigkeit in Kärnten von 11,1-11,2%. Das wird sich in etwa auf diesem Niveau stabilisieren. Gleichzeitig sehen wir, und das ist positiv, dass gegenüber den Jahren 13 und 14 es jetzt einen Beschäftigungsaufbau kommt, der knapp unter 1% liegen wird. Das heißt, das Unternehmen und die Wirtschaft baut die Beschäftigung auf, und das ist durchaus ein positives Signal.